Hallo, liebe Shisha-Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, das ist ein richtig geiler Anfang. Also, hallo, liebe Shisha-Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mit Dampfer Ben. An meiner Seite, Link zu seinem Kanal natürlich in der Beschreibung. Ja, wir haben heute einen kleinen Vergleichstest hier auf meinem Kanal, und zwar den Tabak Crazy Goblin von Chaos mit dem Liquid Crazy Goblin. Genau. Das ist dieses hier. Genau, spiegelt ein bisschen, genau, also einfach ein Vergleich, ob denn das, nochmal weiter, das Liquid mit dem Tabak mithalten kann. Tabak ist Kiwi, Limette, Menthol. Würdest du sagen, ne? Ist Kiwi, Limette, Menthol, riech mal dran. Kiwi riecht man stark, Menthol kommt auch gut raus, Limette. Ja, ist mehr Geschmacksträger. Habe ich ja schon mal in meinem Video gesagt, wo ich den Tabak vorgestellt hatte. Hatte auf der Messe gesehen, die hatten jetzt diese Liquids, wie gesagt, von Chaos, und da habe ich gedacht, ich schnapp mir mal einfach eins und hol mir nochmal den dazugehörigen Tabak und vergleiche das einfach mal, ob denn das Ganze wirklich auch authentisch gleich schmeckt, ob es denn wirklich das gleiche ist oder ob man hier die Katze im Sack kauft, sage ich mal. Wie ich nicht hoffe. Also, Kiwi, Limette, Menthol. Du kannst es nur vom Geruch beurteilen, weil der Typ nicht deine Shisha zieht. Ja, also, soll ich was sagen? Ja. Also vom Geruch her und vom Liquid her würde ich sagen, gut, ja, geht in dieselbe Richtung. Hier riechst du halt richtig krass die Mentholnote. Kiwi kommt halt auch schön durch. Und hier riechst du halt mehr so dieses Kiwi. Menthol kommt dort geschmacklich nicht durch und vom Geruch her kommt es auch nicht. Ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gedampft. In meiner E-Zigarette, Leaf Ice-Stick Pico, ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und kannst du mir mal geben? Ich kann mal einen Zug nehmen. Man hat ungefähr, sag ich mal, die gleiche Kiwi wie im Tabak. Also sie ist eigentlich fast 1:1 gleich. Die Limette merkt man ja auch gar nicht. Mentholnote kommt, wenn man nicht ein anderes Liquid vorher dran gedampft hat, mehr rüber. Also die ist stärker. Aber im Tabak ist mehr die Eisnote vertreten. Im Tabak ist ja viel, viel eislastiger als bei der E-Zigarette. Hier im Tabak ist er schon fast brachial eislastig. Und eine mega frische Kiwi, eine extrem saure Kiwi. Hier ist es mehr leicht. Was sagst du vom Geruch, wenn man den Tabak und das Liquid vergleichen würde? Ja, Tabak riecht halt richtig intensiv. Und halt, ja, das Menthol kommt sowas von krass raus. Kiwi ist da eher unterschwellig. Und hier beim Liquid hast du halt wirklich nur den Kiwi-Geruch und dann so leicht limettig. Ja, vom Geruch ist, wie er schon sagt, ist ein bisschen anders. Vom Geschmacklichen her ist es fast gleich. Ich habe jetzt 0 Milligramm Stärke. Was ist denn da sonst so drin? Das ist das Problem. Also es ist eine 70-30 Mischung. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Rauch, sehr viel Dampf. Und es ist halt vom Geschmack her ein bisschen weniger intensiv. Und das merkt man halt auch. Das schmeckt so ein bisschen unterschwellig und das finde ich halt auch ziemlich gut. Weil ja, du schmeckst da so eine richtig schöne Kiwi-Note, leicht Limette und das schön zum Nebenherdampfen. Das ist genau richtig. Ja, also ähnlich wie der Tabak kann man fast sagen, es ist einfach nur fast mehr Rauch, aber man hat Geschmack da, das muss man auch sagen. Ja. Also ist auch ein super All-Day-Liquid, was man jeden Tag dampfen kann. Ja, also ich finde auch den Tabak nicht schlecht. Also als Tabak sage ich, ja, okay, da kann man den ein paar Mal mitnehmen, aber der Tabak, muss ich ganz ehrlich sagen, der gibt mir noch mehr Bums dahinter. Der hat irgendwie noch sowas, kann auch natürlich sein, weil kein Nikotin drin ist, dass mir der Tabak einfach noch irgendwas mitgibt, was einfach geiler ist, noch ein Stück geiler ist. Vom preislichen hier. Ja, Nikotin. Ja, das kann das Nikotin sein, obwohl bei Tabak, finde ich, ist es sehr, sehr wenig Nikotin. Ja, aber Nikotin ist halt auch ein Geschmacksträger und das könnte es wirklich sein, ne? Ja. Krass, war schon wieder alle. Vom preislichen hier, der Tabak 200 Gramm 14,90 €, kennen wir den Preis, wir kennen die Dosen. Ja, und Liquid 5 Euro, das ist ein Standardpreis für ein Liquid für 10 Milliliter. Genau. Kann man sich nicht beschweren, das schmeckt wirklich hochwertig. Und ich würde es mir selber auch holen, mal gucken. Ja, gucken wir auf jeden Fall mal. Nikotin wäre auf jeden Fall interessant, wie es mit Nikotin wäre. Aroma wäre ja auch so eine Sache, ob Chaos da bereit ist, Aromen rauszubringen. Ich habe auch noch den WTF da. Ja, also ich würde es mir auch holen, vor allem den WTF, der ist ja schon als Tag mega geil. Schauen wir einfach mal. Also ihr müsst es im Endeffekt selbst entscheiden. Ich finde aber, es geht beides ungefähr in dieselbe Richtung. Nur gesagt, das Tabak
noch mehr gibt. Für die Leute, die jetzt sagen, okay, ich dampfe jetzt lieber mehr, für die ist es natürlich nicht schlecht, die können dann halt auch die Chaos Liquids dampfen können. Gerade wer ein bisschen auf was Fruchtiges steht, ist es ein Liquid, was man empfehlen kann. Ja. Kiwi ist auch noch nicht so sehr vertreten und dafür ist das echt gut. Vor allen Dingen auch im Tabak. Freunde, wir kennen es im Tabak, Kiwi ist eine Seltenheit, dass es einen Kiwi-Tabak gibt. Was ich noch sagen wollte, und zwar, jetzt habe ich es gerade vergessen. Also vom Tabak muss man sagen, ich finde es halt nicht schlecht für Leute, die jetzt den Chaos-Tabak lieben und die jetzt lieber auf Dampf umsteigen wollen, weil sie vielleicht sagen, Shisha ist mir zu schädlich und so. Und ich finde es auch cool, wenn das andere Hersteller auch machen würden, weil die Arbeit ist da nicht groß dahinter. Das sind, ich denke mal, ungefähr die gleichen Aromen. Sie wissen, aus was ihr Tabak besteht, also könnte man auch Liquid machen. Deswegen finde ich es auch ein gewagter Schritt von Chaos, dass sie hier sowas machen. Und wie gesagt, überlegt selber, ob ihr es holt. Nehmt es mal mit, wenn ihr eine Dampfer habt. Ich finde es nicht schlecht. Man kann es auf jeden Fall mal holen, Freunde. Ansonsten, sein Link ist in der Beschreibung. Sein Kanal ist in der Beschreibung. Das ist mein Link, aber sein Kanal. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten G-Show-Video wieder, Freunde. Und gebt doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Checkt Links in der Beschreibung und sehen uns im nächsten G-Show-Video wieder. Bis dahin, mach's gut, liebe G-Show-Freunde. Ich wünsche guten Rauch. Und deine abschließenden Worte? Schmeckt gut. Das sind doch mal abschließende Worte. Also Freunde, haut rein, wir sehen uns.